Hallo Sebastian, schön, dass du da bist, um mit mir über das Thema Segregation und Kontexteffekte zu sprechen. Du beschäftigst dich ja viel mit Fragen und Folgen des Zusammenlebens vor Ort und dabei kommen ja auch immer innerstädtische Unterschiede, also Segregation, vor. Was genau ist denn unter Segregation zu verstehen und warum ist vielleicht auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung damit so wichtig? Also Segregation ist eines der Grundthemen der sozialwissenschaftlichen Stadtforschung und da wird auch schon sehr, sehr lange zu geforscht. Segregation meint die Ungleichverteilung von Gruppen über die Stadtteile einer Stadt. So kann man sich das in etwa vorstellen. Und ist ja die Ungleichverteilung, das folgt auch Mustern, nämlich häufig nach sozialen Unterschieden. Also es ist auch ein Ausdruck sozialer Ungleichheit. Das ist relativ naheliegend, wenn man überlegt, wer kann sich eigentlich wo eine Wohnung leisten. Und da kommt man auch dahin, wer zum Beispiel die am stärksten segregierten Gruppen sind, nämlich natürlich die, die die höchste Auswahlmöglichkeiten haben. Also die reichsten Haushalte sind meistens auch die, die am stärksten untereinander in einem Stadtteil wohnen, Villenviertel. Ne? Das ist so ein Begriff, den man häufig kennt. Also diese Ungleichverteilung innerhalb eines Raums, zum Beispiel einer Stadt. Das ist eben Segregation und da gibt es unterschiedliche Arten. Ne? Also soziale Segregation, also nach Arm und Reich beispielsweise betrachtet, aber auch die sogenannte ethnische oder kulturelle Segregation, also Menschen mit Zuwanderungsvorgeschichte und ohne Zuwanderungsvorgeschichte, ob es da räumliche Muster gibt, aber auch die demografische Segregation, nämlich nach Jung und Alt zum Beispiel in der Stadt. Und hier haben wir unterschiedliche Entwicklungen in Deutschland in den letzten Jahren. Wir sehen, dass die ethnische oder kulturelle Segregation eher abnimmt. Also Menschen mit Zuwanderungsvorgeschichte leben häufiger verteilt in der Stadt und nicht mehr in wenigen Stadtteilen. Was allerdings zugenommen hat, ist die soziale Segregation. Also die soziale Spaltung unserer Städte nimmt zu in den letzten Jahren. Und auch, das hat eine Studie vor einigen Jahren herausgefunden vom WZB, auch die demografische Segregation. Das heißt, Jung und Alt leben auch immer seltener nebeneinander. Und dann ist jetzt wichtig auch, wie korrelieren sie denn untereinander, diese Segregationsarten. Da gibt es nicht den einen Befund, aber zumindest für die westdeutschen Großstädte wissen wir, dass zum Beispiel Menschen mit oder Orte, wo mehr Menschen mit geringem Einkommen leben, also die armutsgeprägten Stadtteile, auch die Stadtteile sind, wo die meisten Kinder und Familien leben. Also aufwachsen muss in städtischen, zumindest in westdeutschen städtischen Ballungsgebieten, immer häufiger unter den Bedingungen sozialräumlich verfestigter Armut gelingen. Um es plakativ auszudrücken, die Kinderstube unserer Städte ist häufig auch ihr Armenhaus. Und das kommen wir zu der zweiten Frage, nämlich: Welche Folgen hat das denn, was du angesprochen hast? Es macht einen Unterschied, wo man sozialisiert wird und aufwächst. Auch innerhalb einer Stadt. Das können wir nachweisen. Und deswegen sind diese Folgen von Segregation, gerade für eine sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung, aber auch eine Auseinandersetzung im Bereich kommunaler Sozialpolitik oder auch sozialer Arbeit, von hoher Bedeutung. Wenn wir wissen, wie Benachteiligung vor Ort abläuft, dann können wir vielleicht auch was dagegen tun. Also beschäftigst du dich nicht nur mit den Unterschieden zwischen den einzelnen Stadtteilen, sondern eben auch, wo man genau lebt. Und dazu hast du ja auch deine Doktorarbeit geschrieben zum Thema Kontexteffekte. Was meinst du denn mit solchen Kontexteffekten überhaupt? Das ist eben diese Benachteiligung, die aufgrund des Ortes entspringt. Und wir wissen, wir können nachweisen, dass es so ist. Wird zwar immer wieder bezweifelt und gesagt, das hat wenig mit dem Stadtteil zu tun, das wären eher Stigmatisierungen von außerhalb und so weiter. Da würde ich sehr breite Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte gegenhalten, die nachgewiesen haben, unter all diesen Kontrollen, dass es einen eigenständigen Effekt des Raumes gibt. Also die Frage, was passiert denn da vor Ort? Weil das Gegenargument wäre ja, wenn da nichts passieren würde vor Ort, dann müsste man ja auch nichts dagegen tun, sozialpolitisch. Ist aber unplausibel, weil wir ja auch sehen, zumindest in europäischen Städten, dass dort, wo die meisten von Armut bedrohten Familien leben, dann auch die meisten Angebote sozialer Arbeit sich konzentrieren aus verschiedenen Gründen.
So. Also Kontexteffekte oder den Kontexteffekten, den ich nachgehe, ist die Frage, wie also entsteht Benachteiligung vor Ort? Und da bin ich damals im Promotionsprojekt auch nach Köln-Korweiler gezogen. Köln-Korweiler ist einer der ärmsten Stadtteile Kölns und habe dort einige Monate gelebt, um die sozialen Mechanismen besser zu verstehen, wie es zur Benachteiligung kommt. Und da ist eben ein Ergebnis, dass Menschen eben von ihrer Umwelt lernen, was normal ist und was nicht normal ist und auch welchen Normalitätsentwürfen man folgt. Und dann wird es auf einmal rationaler, zum Beispiel nicht in Bildung zu investieren biografisch, sondern etwas anderes zu tun. Das ist in der erfahrenen Normalität vor Ort hochgradig rational. An anderen Orten wird man eher dafür sanktioniert. Und das stellt die Benachteiligung her. Das habe ich jetzt bezogen in der Doktorarbeit damals vor allem auf Armut, aber auch auf so etwas wie abweichendes Verhalten und Kriminalität. Man kann es aber auch darauf beziehen auf Gesundheitsverhalten. Man kann es auch untersuchen auf, was wir in einem großen Forschungsprojekt zurzeit auch machen, im Bereich Radikalisierungsanfälligkeit und so weiter und so fort. Also da gibt es verschiedene Pfade, die man sich genauer angucken kann. Das Grundinteresse bleibt immer gleich. Wie wird eigentlich Benachteiligung konkret vor Ort hergestellt? Mit dem Ziel, wenn wir das verstehen, dann können wir auch tragfähig sozialpolitisch intervenieren. Sagst du also, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir intervenieren können? Ja. Wir verstehen noch zu wenig darüber. Das hat verschiedene Gründe. Wir haben in Deutschland beispielsweise kaum Längsschnittstudien, also Studien über die Zeit. Die sind auch sehr teuer und so weiter. Aber es ist ein Grund, dass wir noch nicht genau verstehen, was da bisher passiert ist, zum Beispiel mit einzelnen Menschen, die eindeutig halt benachteiligt werden, weil wir auch wissen, es ist nicht für alle, Benachteiligung ist nicht für alle gleich. Aber wir müssten eigentlich so eine ganze Stadtteilbevölkerung über die Zeit begleiten und immer wieder die gleichen Leute befragen, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und da so weit sind wir nicht. Und ich sehe es auch nicht, dass wir, dass sich da etwas abzeichnet, in Deutschland zumindest, wo das passiert. Anders in den USA, da gibt es einige Studien darüber, ist aber vom Ergebnis manchmal schwieriger zu übertragen, weil es ein anderes Wohlfahrtsstaatsregime ist. Von daher können wir ein bisschen was davon lernen, aber vor allem, was den Bereich Prävention und Intervention angeht, sind das einfach andere Rahmenbedingungen. Wir sind in Deutschland dann ein Stück weit noch am Anfang, dass wir die sozialen Mechanismen unter den Bedingungen unseres Wohlfahrtsstaatsmodells näher bestimmen. Ja, danke dir. Dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was du noch darüber herausfinden wirst und wir davon lernen können.